Jo Leute, was geht? Survivor HD hier und herzlich willkommen zurück. So, dann müsste jetzt die vierte Folge sein. Stranded Deep. In der letzten Folge haben wir weiter an unserem Haus gebaut. So wie in der anderen Folge auch. Und haben die umliegenden Schiffe gelootet. Haben dabei auch diese wunderschöne Lampe und diesen besseren Hammer gefunden, sag ich jetzt mal so. Ja, ich Ziel für diese Folge wird eigentlich sein, die Fundamente hier fertig zu bauen und vielleicht rundherum noch ein paar Wände zu ziehen. Mal sehen. Vielleicht müssen wir dann auch mal auf eine andere Insel gehen, wenn alle Palmen hier gefällt haben. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken, wie lange, also wie viele Palmen hier noch sind. Jo, springen halt erstmal wieder in die Luft eine Runde, warum nicht? So. Die letzten beiden Folgen waren jetzt auch etwas länger. Die waren beide, glaube ich, um die 28 Minuten. Ja, ich gucke da immer spontan, wie lange ich die mache. Entweder, wenn es mal passt, mache ich die mal 20 Minuten, mal 25 Minuten, vielleicht nochmal 30 Minuten, wenn wir viel zu tun haben. Und das kommt immer ganz auf die Folge drauf an. Ich denke, das ist soweit ganz okay. Und ja, so wäre im Prinzip der Plan. Sag endlich mal der Holzstammklein, jawohl. So, machen wir das nächste Holzfundament direkt. Jetzt ist halt gleich selbstverständlich die Frage, ob wir noch eine Reihe Holzfundamente machen oder ob wir es halt so lassen. Das ist jetzt halt die Frage. Ich meine, wir haben ja schon ein relativ großes Fundament hier hingezimmert. Ich frage mich gerade, warum geht der, kann man irgendwie wegmachen? Nee, geht nicht weg. Schade, sonst hätte man hier noch ein Fundament hinbauen können. Sag ich jetzt mal. Aber dann halt nicht spielen. So. Fällen wir direkt mal die nächste Palme. So. Ich würde jetzt erstmal die Wände ziehen und dann im Nachhinein gucken, ob wir noch eine Schicht Fundamente machen oder halt nicht. Ja, ich mache erstmal eine normale Holzwand. Hier daneben. Weil ich glaube, wir brauchen in diese Richtung jetzt keine Wand mit Fenstern. Eher hier nur aufs Meer gezogen. Da lohnt sich das, glaube ich, mehr. Blickrichtung wir haben, dass wir dann hier solche halben oder halt solche ganz normalen Fenster machen. Ich denke, das lohnt sich dann schon. Aber ansonsten würde ich dabei ganz normal Holzwänden bleiben. Okay, hier haben wir nochmal ein paar große Palmen. So. Die würde ich sagen, nehmen auch direkt mit und verarbeiten die mal zu ein paar Wänden bzw. zu ein paar Foundations. So. Ich hoffe, die Axt hält noch ein bisschen durch, weil, ja, ich glaube, für eine Axt haben wir hier noch genug Materialien auf der Insel. Dann wird es aber wieder knapp, dann müssen wir auch auf eine andere gehen. Ich habe das Gefühl, wir müssen bei Ewald auf eine andere Insel gehen, da ja, hier die Palmen ausgehen. Also, ich sag mal so, wir haben jetzt ja auch schon viel gebaut. Aber bis die Palmen hier wieder nachwachsen, das dauert ja auch seine Zeit. Und ja, ich sag mal so, man kann halt in der Zeit dann Schiffe looten oder anderes machen, aber und macht ja halt hier extrem Spaß, meiner Meinung nach, in dem Game. Also mir macht zumindest extrem viel Spaß, das Bauen in dem Game. Und deswegen würde ich das eigentlich auch relativ gern weitermachen.
So. Perfekt. Jawohl. Dann nächste Wand steht an. So. Die machen wir hier hin, machen wir wieder eine ganze Wand. Weil ja, Fenster lohnt sich jetzt hier nicht auf der Seite. Und was ich noch mal gucken wollte, kann man hier eine Tür machen? Wie es aussieht. Ah ja, wie es aussieht schon, also eine Holztür. Wir brauchen dafür ein Seil und vier Stöcker. Das sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Oder machen direkt eine Plankentür oder eine gewellte Tür. Containertür. Krank, was man alles machen kann. Ich würde aber sagen, dass eine Holztür hier ganz gut dazu passt. Also, keine Ahnung, aber wir machen halt eine Planken- oder eine gewellte Tür. So, wir haben 3 Tage überlebt. Ich würde aber denken, dass eine Plankentür sich vielleicht. Na, lohnt sich das? Na, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach eine normale Holztür. Ich sag mal so, die Verseile haben wir ja. Die Planken, die wir haben, die können wir vielleicht noch zu was anderem benutzen. Und ich will jetzt die für so eine dämliche Tür verschwenden, die wir halt auch aus ja, aus ganz normalen Stöcken machen können. Ich mache direkt mal ein Seil. So, habe ich hier noch 4 Stöcke. Jawohl. Mein Hammer in die Hand und wir machen direkt mal eine Holztür. Bin schon mal gespannt, wie das gleich funktioniert mit der Tür. So. Jetzt, wir brauchen da gar nicht mehr drauf klopfen. Jetzt geht die einfach auf und hier mit E wieder zu. Okay, das ist nice. Das feiere ich. Ich habe auch sogar eine kleine Tür. Ich sag mal so, warum nicht? So. Jetzt machen wir eine zweite Wand. Ne, was habe ich jetzt ausgewählt? Das war falsch. Nach einer Holzwand würde ich mal so sagen. So, die Holzwand mache ich jetzt noch hier hin. So. Dann wollte ich hier noch eine Holzwand hin machen. Und hier wollte ich ein normales Fenster rein machen, hier eine Holzwand rein. Damit wir immer, wenn wir aufs Meer gucken, so einen Blick haben. Und hier bleibt der E offen, weil wir ja zwei Fundamente breiten Steg Richtung Meer machen. Vielleicht auch ins Meer rein mal sehen. Und da bleibt das ja hier die Seite E offen. Und dann passt das, würde ich sagen. So, da können wir vielleicht auch irgendwann unser Floß drauf tun auf den Steg. Kommt mir gerade so die Idee. So. Die fliegt erst mal wieder ein paar Meter in die Höhe. Warum nicht? So. Ich hoffe echt, dass wir nächsten Folgen mal eine verbesserte Axt machen können, weil das dauert so extremst lange. Ich sag mal so, wir haben ja schon diesen verfeinerten Hammer, der ja gefühlt auch ganz schön lange hält. Wie viel Prozent der ist? Er hat noch 49%. Wir haben damit gefühlt schon ein ganzes Haus gebaut. Und ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir so eine verbesserte Axt finden. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. So, dann seht ihr mal, das ist so ein Fenster hier, so ein ganz normales Fenster. Ist ganz nice, kann man durchschauen, sieht man das Meer. Feier ich eigentlich. Und ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Palmen wir noch haben. Ich sehe noch eine. Hier drüben
Nur nein, ah, ich habe sogar eine gefällt. Die kann ich direkt da einstellen und eine Wand machen. Ich mache mal eine ganze Holzwand. Und dann wird es auch langsam eng, wie ich sehe, mit Palmen. Da müssen wir wahrscheinlich bald mal auf die andere Insel, also andere Insel, wo wir letztens schon waren, wieder gehen, weil die war eigentlich ganz friedlich, außer dieses riesen Krabbenviech da. Keine Ahnung. Aber das haben wir ja getötet, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein, weil ich nicht denke, dass das jetzt direkt wieder spawnt. Also ich hoffe es mal, weil es hat schon ganz gut Damage gemacht. So. Jetzt nehmen wir die Palme mit. Da drüben die andere fällt mir auch gleich noch. Und ja, ich muss da gleich mal gucken, wie sieht es essenstechnisch aus. Oh, ich glaube, es sieht ein Sturm aus. Ja, ich glaube, es wird gleich ganz schön stürmisch. Ich muss das Boot noch ein Stück weiter an Land ziehen. Damit das nicht vom Wellen, wenn die so wieder so krass wären, weggetrieben wird. Jetzt wird es gleich wieder ganz schön laut. Diese Donnergeräusche und Sturmgeräusche, die sind auch extrem laut in dem Spiel. Aber das gehört halt mit dazu. So. Machen wir jetzt eine Holzwand mit Fenster, würde ich sagen. So, springen. Obwohl, hier wollte ich eigentlich noch eine. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Egal, ich lasse es jetzt so zu. Dann mache ich hier schon mal die Wand hin. Levelaufstieg, Handwerk. Interessant. So. Dann nehmen wir die Palme noch mit, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, den Strom ignorieren wir einfach mal, würde ich sagen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Baufolgen vielleicht nicht unbedingt spannend sind. Weil im Prinzip in den Baufolgen wäre nur Palmfilm oder halt, ja, oder halt die irgendwas bauen. Deswegen sind ja Baufolgen, ich sag mal so, man sieht dann ja die Resultate. So nicht hier. Obwohl, bevor ich das mache, ziehe ich erstmal die anderen Wände fertig. Weil ich ja dann erst entscheiden wollte, ob ich noch eine vierte Schicht Foundation mache. Da war ich mir noch nicht ganz sicher. So mache ich noch eine normale Holzwand. So, die kommt hier hin. Zack. Zeit müssten wir eigentlich noch genug für noch eine Wand haben. Genau. Mache ich direkt nochmal eine Holzwand mit Fenstern. Ja, und da hat unsere Bude jetzt schon die erste Schicht Wände. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. So. Hier oben ist noch eine Fensterwand hin. Und hier wollte ich dann halbe Fenster machen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, dass wir nicht noch einen extra St Weg hier machen müssen, beziehungsweise eine extra Reihe mit Fundamenten machen müssen. Das reicht, glaube ich, erstmal so von der Größe her. Ja.
So, haben wir jetzt hier noch eine Palme? Irgendwo? Ja, hier haben wir noch eine. Das ist aber auch anscheinend die letzte, wie es aussieht. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Weil wir dann auf die andere Insel wieder müssen. Und bei dem Sturm wird das ein bisschen sehr gefährlich. Ich hoffe, dass bis dahin der Sturm wieder weg ist. So. Weil ihr seht, wie die Wellen hier abgehen. Das ist, glaube ich, dann nicht ganz so ungefährlich, wenn man dann zu einer anderen Insel mal auf entspannt überrudert. So. So, und jetzt würde ich mir den halben Holzwänden anfangen. Ach so, ne. Hier muss ja noch eine Fensterwand sein. Das mache ich gleich. So, jetzt sieht man, wie eine halbe Holzwand aussieht. So, also man sieht wie so ein Riesenfenster. Und das ist halt kein richtiges Fenster ist. Ist halt eine halbe Wand nur. So, wo ist die Palme, die ich gefällt habe? Hier. Dann machen wir eine Holzfensterwand. Die machen wir hier rein. Jawohl. Das sieht doch schon ganz gut aus. So. Und die reiht sich jetzt bis hier vorne hin. Zwischen halben Wänden. Außer hier vorne, da mache ich doch nochmal eine ganze Wand. Weil hier drüben ja auch ist. Damit das einfach fürs Optische. So, und wir sehen gerade schon, der Sturm lässt nach, was sogar echt gut ist. Wir sollten uns aber vielleicht schon was essen. Frage ist jetzt, ob das Fischfleisch noch gut ist. Ne, das ist nämlich schon verdorben. So, da trinke ich erstmal hier aus dem Wasserdestillierer was. Ein Schluck noch. Jetzt haben wir wieder voll Wasser. Und deswegen essen, wir hatten doch einen... Irgendeiner Kiste einen Fischerspeer, genau hier. Ich würde sagen, wir probieren mal ein paar Fische zu jagen. Sehen, ob wir was bekommen. Kann ich hier oben untertauchen, vielleicht noch ein paar Fische suchen. So, sind irgendwo Fische, die man vielleicht braten kann. Hier sehe ich eine Sardine. Kriegt man die jetzt irgendwie? Okay, nice. Haben wir schon mal eine? Es funktioniert auf jeden Fall. Sogar sehr gut. Komm her. So. Nach innen noch. So. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Kann ich das jetzt mein Inventar voll nehmen? So. Jetzt heute mir das Ganze mal. Damit wir das Fischfleisch dann so haben. Haben wir die alle gehäutet? Machen wir sagen, erstmal wieder ein Feuer, aber das Feuer ist leer gebrannt. Deswegen müssen wir das jetzt mal wieder mit Palmwedeln auffüllen. Das sollte jetzt aber eigentlich gar kein Problem sein. Da wir ja ein Palmwedel hier haben. So. Ja, es klappt jetzt irgendwie nicht ganz. Ich tue es einfach. Stimmt, wir wollten ja gar nicht das auffüllen, wir wollten ja hier das Feuer auffüllen. So. Jetzt machen wir gleich noch ein kleines Feuerchen, würde ich sagen. So. Jawohl.
Gerade wenn das Fleisch, das andere Fleisch lege ich jetzt mal hier daneben. Das verdorbene Fleisch. Hau ich einmal auf den. Hau ich einmal in den Ozean. Hau ganz umweltfreundlich. So ist ja aber nur Fleisch, deswegen sollte das ja kein Problem sein, denke ich. So. Was wollte ich jetzt machen? Ah, genau, ich wollte nochmal ein paar Palmwedel nehmen, um das Wasser, also den Wasserdestillierer aufzufüllen und das Lagerfeuer auch nochmal komplett aufzufüllen. So. Okay. Die anderen tue ich jetzt einfach mal hier hin, damit wir was zum Auffüllen schon mal hier haben. Was ich noch kurz gucken wollte, ob man hier irgendwie eine Feuerstelle brauchen wir 3 Steine für die, wollte ich eigentlich gern machen. Wir haben so genau noch 3 Steine da. Da passt es ja eigentlich schon mal ganz gut. So, Feuerstelle. Okay, nice. Ich habe auch eine Feuerstelle, warum nicht? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Kann ich jetzt hier noch einen Fisch irgendwie drauf tun? Ne, anscheinend nicht. Na egal, leg mal sie da hier hin. So. Ich will eigentlich noch kurz warten, bis der Fisch fertig ist. So ist er jetzt sogar genau. Perfektes Timing. Ich hau aber einfach nochmal einen drauf. So. Trinken wir auch mal wieder was. Ich fülle direkt mal wieder nach. Jetzt würde ich sagen, Schlafenszeit, weil es schon dunkel ist. Wir wachen wieder in der Nacht auf, aber es wird schon wieder hell. Sieht ja ganz gut aus. Und das Feuer ist was ausgebrannt. Na, sehr gut. So, löscht das Feuer. Gut. Feuerstelle ist jetzt eh leer. Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Ich fülle sie jetzt noch mit dem einfachen Wedel ein bisschen auf. So, dann würde ich sogar erstmal sagen, dass das mit der Folge war. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt Tipps in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.